Hallo, mein Name ist Alexander Gottwald. Seit vielen Jahren channel ich Metatron und seit einiger Zeit habe ich begonnen, auch auf seine Bitte hin einige Videos davon zu veröffentlichen. Und nun ist es so, dass er seit einigen Wochen mich darum bittet, ein Channeling von ihm zu Kryon zu veröffentlichen. Ich habe mich da bisher gegen gesträubt, weil ich schon ahne, in welche Richtung das geht. Aber es sind jetzt einige Dinge vorgefallen, die mir deutlich gemacht haben, dass es wichtig ist, ihn dazu sprechen zu lassen. Okay, hören wir, was Metatron zu Kryon zu sagen hat. Hallo, ihr Geliebten, hier spricht Metatron. Ja, es ist wahr, was Alexander sagt. Ich bitte ihn schon länger darum, mir die Gelegenheit zu geben, öffentlich über die Wesenheiten zu sprechen, die ihr als Kryon kennt. Diese Wesenheiten geben sich als Engel aus. Tatsächlich aber ist es eine Gruppe von Astralwesen, die keineswegs der Engelssphäre angehören. Tatsächlich sind es austauschbare Astralwesen, die dazu dienen, suchenden Menschen, die gerade dabei sind, aufzuwachen, die dabei frei werdenden Energien zu rauben und diese in Kanäle zu geben, die mit dem Aufstieg der Menschheit nichts zu tun haben. Im Gegenteil, die versuchen, den Aufstieg der Menschheit zu behindern. Viele von euch glauben ja, dass wenn bestimmte Institutionen eine Sache empfehlen, dass diese Sache dann etwas Gutes sein muss. Ja, dass das dann etwas ist, was Qualität hat. Und so ist es mit Kryon und den Vereinten Nationen. Wer sich nun ein wenig mit Politik und mit Weltpolitik auf diesem eurem Planeten auseinandergesetzt hat, wird sich sicherlich fragen, wieso eine Organisation wie die Vereinten Nationen, eine Organisation, die so durch und durch korrupt ist, wieso diese vorgibt, einen Engel zu unterstützen, der wiederum vorgibt, den Aufstieg der Menschheit zu fördern. Die Antwort ist sehr einfach. Sie tun es, weil Kryon genau das Gleiche ist wie sie selbst. Es ist wichtig, dass ihr das versteht. Weder dienen die Vereinten Nationen dazu, die Nationen zu vereinigen, noch dient Kryon dem Aufstieg. Und Kryon ist auch kein Engel. Kryon
wurde zunächst im englischsprachigen Raum gechannelt, dort unter dem Namen Cryon. Wenn ihr euch diesen Namen genauer anschaut, wird deutlich, wie dreist die Verhöhnung der Menschheit ist, die in diesem Projekt liegt. Es sind die englischen Worte cry on, die hier einfach nur, indem ein Buchstabe ausgetauscht wird, in der Schreibweise etwas getarnt wird. Aber genau das ist gemeint. Und genau das wirkt auch. Cry on. Weint weiter. Das ist es, was diese Wesenheiten im Auftrag ihres Auftraggebers für euch besorgen sollen. Die Menschheit soll in ihrem Schmerz, in ihrem Leid gefangen bleiben, und die Menschen, die dabei sind, ein wenig aufzuwachen, denen soll einfach wieder der Deckel aufgesetzt werden, und sie sollen, anstatt wirklich aufzuwachen, träumen. Träumen davon, dass der Aufstieg kommt, träumen, dass sie auserwählte Lichtpioniere sind, träumen davon, dass sie bereits in der fünften Dimension sind, träumen, dass alles gut wird. Nur durch Träumen wird genau das verhindert, was wichtig ist, nämlich dich mit dir selbst zu konfrontieren, dich selbst im Spiegel anzuschauen, die Chance zu nutzen, die diese Zeit jetzt bietet, zu wachsen und aufzusteigen. Denn das ist die Gelegenheit, die diese Zeit bietet, aber nicht denjenigen, die träumen, sondern denjenigen, die wach sind. Und die Wesenheiten, die unter dem Deckmantel Kryon oder Kryon fungieren, diese Wesenheiten haben nur die Aufgabe, den Aufstieg der Menschen zu behindern und wenn möglich zu verhindern. Kryon ist ja nicht der einzige Trojaner, der sich als etwas ausgibt, was er nicht ist. Mein Seelenbruder Jesus ist auch nicht sehr glücklich über diese Figur Sananda, die ebenfalls eine Gruppenwesenheit repräsentiert, die behauptet, ein aufgestiegener Jesus zu sein. Es gibt auch ebenfalls Astralgruppen, die meinen Namen benutzen. Oft nennen sie sich Melek Metatron. Alle diese Gruppenwesenheiten haben mit echter geistiger Führung nichts im Sinn. Alle diese Gruppenwesenheiten dienen nur zu einem Zweck, den Aufstieg der Menschheit zu behindern und wenn möglich zu verhindern. Und genau aus diesem Grunde spreche ich darüber.
Denn es ist wichtig, dass Menschen, die bereit sind, aufzuwachen, dass Menschen, die nicht einfach nur träumen wollen, dass diese Menschen diese Information bekommen. Ich weiß, dass Alexander sich Sorgen gemacht hat, welche Reaktionen folgen werden. Aber er braucht sich keine Sorgen zu machen. Ich bin dankbar dafür, dass er sich hier dem Aussprechen der Wahrheit zur Verfügung stellt. Und es wird ihm nichts geschehen. Vielen Dank. Und mögen alle Wesen, die dies hören, den Aufstieg realisieren. Mögen alle Wesen, die dies hören, die Wahrheit erkennen. Ich bin Metatron. Vielen Dank, Metatron. Ich denke, das waren deutliche Worte. Prüft es in eurem Herzen. Es ist ja ein Video. Ihr könnt es euch mehrmals anschauen. Schaut es euch in Ruhe an. Prüft es in eurem Herzen. Schaut, was für euch wahr ist, denn nur das zählt. Und dann lebt es. Denn das ist es, was wirklich zählt. Oder wie Lao Tzu sagte, schöne Worte sind nicht wahr. Wahre Worte sind nicht schön. In diesem Sinne, alles ist Liebe.